Hallo Röhm, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Wegen seinen Fähigkeiten. Ja. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erzählen Sie doch bitte. Adrian, so, Moment. Hier ist Adrian, glaube ich. Als zweites? Ja, als zweites. Okay, Adrian immer als zweites. Ich wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Als zweites? Ich verstehe. Komm, was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein... Hund war grün, oder? Ich guck vorsichtshalber nochmal nach, Leute. Es tut mir halt leid, dass ich die ganze Zeit hin und her switche und das ein bisschen Zeit frisst. Hund war auch Droggelbecher, ne? Hund war Droggelbecher, genau. Grüner Hund. Ja, okay, es war grüner Hund. Grün. Grün. So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Okay. Boah, habe ich kein... Nicht mehr. Versuch's weiter. Also ich mach jetzt mal... Ich gehe jetzt jeden mal durch. Darum... Mann im Bienenkostüm. Hatten wir noch nicht, ne? Ich bin der Mann im... Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte ein... Der Mann im Bienen wurde immer als erstes gewählt, oder? Im Bienenkostüm? Immer als erstes gewählt, ja genau, okay. Das habe ich mir natürlich noch gemerkt, ne? Ich wurde als erstes. Kommen wir... Was für eine Farbe hätte ihr... Schwarz war... Das war rote Katze. Rot. Der Fall ist... Ihr Vater war ein Imker. Eines Tages hat er sie in einem Bienenstock vergessen. Das haben sie ihm nie verziehen. Seither zeigen sie ihm ihren Protest, indem sie ein Bienenkostüm tragen. Das war's, sie sind geheilt. Sie können... Ich dachte, er hat eine Wette verloren. Oh, hab kein... Mich... 30. Sie, ja, bitte, wollen Sie... Ja. Warum sie... Wären Sie... Hoti. Ich bin Hoti. Ah, hier. Erzählen Sie doch bitte... Das war Hoti. So, Name Adrian. Hoti. Letztes. Okay. Ich wurde beim als Letzter. Kommen wir zu... Was für eine Farbe hätte ihr... Schwarz. 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 Der Fall ist... Sie leiden sehr darunter, dass sie untrennbar an ihren siamesischen Zwilling gefesselt sind. Sie fürchten, niemals ein eigenes Leben führen zu können. Das macht sie zynisch und verbittert. Reden Sie mit Ihrem Bruder über diese Gefühle. Wer könnte sie besser verstehen? Das war's, Sie sind geheilt. Sie können... Okay. So, und jetzt will ich nochmal diese letzte Person da, die wir halt nicht kennen. Darum ist... Ja. Hören. Flatula Buselgarn. Ich bin Flatula Buselgarn. Ah, ich... Erzählen Sie doch bitte... Die Azteken haben nachts immer meinen Kühlschrank geplündert. Ah, den Kühlschrank. Ich verstehe. Kommen wir zunächst. Was für eine Farbe... Eierschal? Eierschal. Der Fall ist... Sie erzählen mir... Schade. Sie sollten jetzt lieber gehen. Okay. Wir hatten jetzt jeden durch, ne? Wir gucken mal, ob wir jetzt nochmal, wenn wir jetzt nochmal mit... Okay, ich weiß nicht, mit wem können wir denn alles noch reden? Mit dem Bienenmann und... Ja, wir können eigentlich mit jedem nochmal reden, ne? Theoretisch? Was ist, wenn wir jetzt nochmal mit dem... Mit dem Alumann reden? Weil es wurde ja gesagt, dass er zweimal vom Blitz getroffen wurde, also müssen wir ja theoretisch auch zweimal vom Blitz getroffen werden. So, und ich kann mal eben
dann das hier wieder schließen, das Video. Zack. Und weiter Edna spielen. Reden mit Aluman. Hallo Alu, alte Rinde. Oh. Glaubst du, es hat... Glaub... Probier an... Ach so. Du... Nee. Willst du meine Gabel? Nein, ich brauche... Ich... Das ist... Ich hab mal... Ha, schade. Okay. Dann gehen wir nochmal zu Adrian. Vielleicht, möglicherweise, wenn die Konstellation aus Mond und Sonne richtig steht, können wir ja jetzt gegen ihn gewinnen. Ich hoffe, das ist physikalisch überhaupt möglich. Oh oh. Hey, dir. Hey. Ich bin immer der Doktor Kompass, du hast du bist. Oder ich hab. Allah. Na, was? Dass wir das immer wieder alles hören müssen, ey. Mann. Das gibt uns halt die Möglichkeit, jede einzelne Konversation, sag ich mal, zu führen. Reden wir nochmal mit Droggy Becher vorher. Hallo, Droggy. Droggy. Na gut, da. Droggy. Ah, er ist. Er ist so süß, wenn er wütend ist. Oh. So, wie bist du? Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn sonst? Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Naja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Was war das? Grün. Ha! Fuck! Als. Ha! Und. Halt. Rot? Wow, ich fühle mich plötzlich so. So verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja, ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meiner Kontrolle unterliegen. Genau. Hey. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Ich will es... Sogar... Kopf. Tatsächlich jetzt nicht. Was ist das? Das kann nicht sein. Es ist Kopf. Ja! Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist the King. Edna ist the King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Wow, die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Ja! Endlich! Oh, meine Güte! Okay. Oh, war das eine schwere Geburt. Nee, da war's Klo. Können wir das gleiche jetzt nochmal mit dem Bienenmann machen? Hallo Bienen. Hallo. Nenn mich. Freut mich. Wer ist denn klar? Das ist Ha. Er hilft. Servus. Nette. Achso. Ich mach. Nur. Ah! Geil! Fuck yeah! Das ist ziemlich nice. Das ist ziemlich
ziemlich... ziemlich nice. Bist du in... Komm da schon. Ach, das ist so lange gedauert, ey. Ich will nur zum Ofen. Ofen? Ofen. Ofen. Und los geht's. Ich will zum Ofen. Denn jetzt können wir das... Alter. Wir können das Gold schmelzen. Oh, es tut mir so leid mit dem Husten, Leute. Oh Mann. Es tut mir so verdammt leid mit diesem Husten. Heilige Mutter Maria. Alter Vater. Achso, ist noch offen, okay. Wir haben Gold. Das sollte klappen. Dampfender Topf, nice. Ansehen. Kinder, das Essen ist fertig. Noch nicht, Fati. Es ist noch früh. Morgenstund hat... Wir unterbrechen dieses Wortspiel für eine wichtige Mitteilung. Der Spieler mit der IP-Adresse 192.543.323.121 hat seinen Browser im absoluten Halteverbot geparkt. Bitte rebooten Sie unverzüglich Ihr System und stellen Sie sich gut sichtbar auf Ihren Balkon. Vielen Dank. Alles klar. Erstens war das zum Glück nicht meine IP-Adresse. Zweitens habe ich keinen Balkon. Ja, das war's. Nee, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte wieder hoch. Nee, eigentlich... Ja, was machen wir jetzt? Ich lass mich nochmal erwischen, denn ich will nochmal zu dem... Wie heißt er? Oh, oh. Hey, hier. Ich bin gar nicht... Immer der Doktor... Schlüsselmeister, meine Güte. Mir fiel der Name nicht ein. Ich wollte zum Schlüsselmeister nochmal, genau. Um ihm jetzt das Gold zu zeigen. Mal sehen, was er dazu sagt. Was ist eigentlich, wenn wir da reingehen jetzt? Drogebecher. Was sagst du? Gram gebeugt? Tja, da lasse ich ihn wohl lieber noch einen Augenblick in seinem Elend allein. Bevor ich auch noch meinen rechtmäßigen Thron einfordere. Okay. Moment. Ist eigentlich irgendwie... Also irgendwie muss es ja möglich sein, den Löffel dazu bekommen von dem... Von dem Barmann. Was macht... Ist eigentlich irgendwas mit ihm? Also ist er wichtig? Muss man irgendwas mit dem machen? Irgendwie habe ich das Gefühl, nein. Aber irgendwie... Weiß nicht. Da kommt der nächste... So. Hier rein. Guck mal, die Tür ist nicht mehr beschrieben. Und dahin. Ich kann ihm das Gold gar nicht zeigen, ne? Um noch. Ich glaube. Viel Glück hast du. Nee, Moment. Wo finde ich den? Das ist der Wächter, den Blase hat heute. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, vielleicht musst du ihn irgendwie beschäftigen, ja. Wie kann... Du findest dich vielleicht über das Wächter. Es gibt ja doch ein... Aber geh bitte kein unnötiges Risiko, wenn du dich da umbrichst und das war... Der für... Ich... Viel Glück hast du's.
Ja. Ich muss weg. Grüß dich. Wir müssen Blase irgendwie beschäftigen, aber wie? Wie? Ich meine, das mit dem Fernseher habe ich ja schon probiert. Der ging halt nicht an. So. Was muss ich denn da machen? Ich bin gerade am Überlegen, aber ich habe ja nichts, um den Fernseher wirklich in Gang zu kriegen, so. Ich habe ja alles schon mal versucht. Der Fernseher will einfach nicht. Oder bin ich jetzt, hab ich irgendwas vergessen zu machen oder so? Nee, oder? Eigentlich kann ich... Nee. Eigentlich weiß ich nichts. Oder? Ich rede nochmal mit ihm, vielleicht habe ich ja wieder neue Möglichkeiten, Antwortmöglichkeiten. Erstmal neuen Becher nehmen. Der ist genauso siffig wie der und bestimmt. Ich störe Jan. Fass dich. Ich bin. Ach ja. Ich bin. Was? Nein. Lass. Moment mal. Die Vorstellung. Zurück. Was? Welche? Es gibt da diesen. Der Doktor. Ah, okay, den haben wir schon, genau. Gewiss oder was, aber ein Sch oder Graun. Hast du? Ich müsste aber nicht so, als wenn bei Gott man nennt. Ab. Ich geh. Ich lass dich da. Ha. Müssen wir vielleicht in jedem Raum, wo ein Waschbecken ist, das Wasser anmachen? Ich mach es einfach. Ja, wenn das jetzt wirklich funktioniert, ne? Dann flippe ich aber aus, ey. Hier ist das Wasser auch an, alles klar. Oben war kein Badezimmer, ne? Nee. Hier unten. Gehen wir erstmal nochmal in diesen Raum hier hinten. Oh oh. Hey, dir. Ich. Man kann auch nicht auf einem anderen Weg irgendwie wieder hier hin, ne? Das ist unglaublich. So, und hier. So, hier rechts war ja. Nur das Telefon, hier war ja kein Wasser, genau. Dim, dim, dim. So. Oh Mann. Hier können wir auch kein Wasser anmachen, okay. War hier irgendwas, wo ich Wasser anmachen konnte? Alter. So, ich will nochmal kurz gucken. Habe ich irgendwas übersehen? Nee, ne? Das Neonlicht vielleicht. Cola Light. Jetzt auch ohne Cola. Okay. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.